herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Online. Wir wollen uns heute in die Nordhöhen begeben, aber vorher wollen wir natürlich noch einen Blick nach Bre werfen, denn wir haben ja einen weiteren Jägerauftrag bekommen. Beim letzten Mal war ich, glaube ich, Level 30, ne? Ich habe ein bisschen weiter gemacht. Ich bin jetzt Level 38. Ihr seht schon, alles ist wieder ausgegraut, aber wir haben ja beim letzten Mal gemerkt, manchmal ist das gar nicht so schlecht, da ein bisschen vorzusorgen. Wenn man gleich so ein Buch im ganzen Rutsch machen will, wie ich das jetzt gemacht habe beim letzten Mal. Ich befinde mich übrigens in Evendim. Und zwar, weil ich hauptsächlich in Agamaur gelevelt habe. Gelevelt vor allem, ja, ich habe gelevelt. Und dann auch hier in Evendim. Da haben wir, das kann ich mal kurz so mit erwähnen, wir kommen noch im Hauptquest nach Evendim, aber erst ein bisschen später, das dauert noch ein bisschen. Und vor allen Dingen nicht in die unteren Gebiete hier. Also Anuminas war ich bisher noch nicht, dazu verliere ich jetzt auch keine Worte weiter zu Anuminas. Ich habe vor allem hier in der Region Hafergut und so weiter gelevelt. Hafergut ist quasi der Nordausläufer des Auenlandes. Also es ist eine Siedlung, die man quasi noch guten Gewissens zum Auenland zählen kann. Auch Bullenrasslers Wiese, im Prinzip eine auenländische Siedlung der Hobbits, aber da haben sich ein paar Räuber breit gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die mit zu Saruman gehören, könnte sein. Dann kommt, schließt sich ein Moor, nein, so ein richtiges Moor ist es nicht, ich weiß auch nicht, was das darstellen soll. Halt eine Wildregion, in der nichts wächst an. Und dann haben wir hier die Kreuzung des Hohen Königs, an der ich gerade bin. Auch hier oben habe ich schon ein bisschen gemacht. Feste Vorrat ist eine Festung, die von Bewohnern Evendims halt besiedelt wird, die mit Räubern und Viehzeugs zu kämpfen haben. So, die Festung des Hohen Königs ist aber insofern interessant, genau wie Tinudir, weil das die zwei Orte sind, an denen die Waldläufer sich breit gemacht haben. Evendim ist ein angestammtes Hoheitsgebiet der Waldläufer und das Hauptquartier sozusagen der Waldläufer hier in Evendim ist auf Tinudir, auf dieser Insel. Wir befinden uns jetzt aber hier, weil ich euch ein wenig den Ausblick hier zeigen möchte. So, da können wir nämlich mal hier rüber gucken. Das da drüben ist Tinudir. Also wir sehen, es sind ja noch ein paar Meter, aber man kann es von hier aus sehr schön sehen. Man hat ja einen wunderschönen Ausblick. Jetzt schauen wir Richtung Westen. Ich glaube, das dürfte der hohe Turm in Anuminas mit sein. Schade, dass es jetzt gerade dunkel ist. So, wenn wir in die Richtung schauen, gen Westen, dann sehen wir kahle Hänge. Alles sieht ein bisschen düster und tot aus. Das hat seinen Grund. Und in diese Richtung geht's zu den Nordhöhen. Und dort wollen wir uns dann später hinbegeben. Das sind gute Voraussetzungen, oder? Das sind gute Aussichten. So, aber ich mache mich jetzt auf nach Bre und wir haben glücklicherweise einiges an Schnellreiseskills dazu gewonnen. Ich glaube, den Führer nach Bre hatte ich beim letzten Mal noch nicht, ne? Außerdem habe ich noch einen Führer nach Estheldin dazu gekriegt. Sehr gut, weil wir ja nach Estheldin müssen. Einen nach Evendim ist ein bisschen ungenau, der bringt mich nach Tinudir. Den brauchen wir jetzt wahrscheinlicherweise nicht. Aber wir begeben uns jetzt erstmal nach Bre. Also, Algier, such mal kurz. Das ist übrigens eine riesige Statue, auf der wir hier stehen, ne? Hier drüben seht ihr das Schwert, das die Statue in der Hand hält. Konnte ich euch jetzt leider von oben nicht zeigen, weil die Kamera nicht diesen Schwenk zulässt, dass man halt mal aus der Ferne drauf schauen kann. Aber können wir uns bestimmt nochmal bei Gelegenheit anschauen. Das ist also eine riesige Königsstatue, die auf einer steinernen Brücke steht. Die arnorischen Bauherren, die wussten schon, was sie tun, sage ich mal, ne? Gut. Jetzt aber erstmal wieder ins altbekannte Breland. Und wir begeben uns gen Süden von Bre. Denn, oh, da hackt es ja aber gleich wieder rum, Mensch. Naja, nach Bre, da ist das immer so. Das ist ja nichts Neues. Wenn man nach Bre kommt, dann laggt es erstmal. Genau, und wir machen uns jetzt auf nach Süden, denn wir kennen Fridolin Tuck, oder wie er hier genannt wird, Flambartuck. Ich weiß nicht, warum die das da unübersetzt gelassen haben. Ja, schon. Bei dem waren wir ja schon mal. Und der hat uns ja beim letzten Mal auch schon einen kleinen Jägerauftrag gegeben. Ich glaube, ich mache hier lang. Genau, und den wollen wir jetzt noch kurz mit abarbeiten. Der wird relativ schnell gehen, hoffe ich mal, weil wir ja doch schon ein bisschen superior sind für diesen Auftrag. Und dann können wir uns dann auch direkt den Nordhöhen widmen. Übrigens auch sehr interessant, hier geht es offenbar in ein Zwergenviertel rein. Sieht zumindest so aus, ne? Kommt man aber leider nicht hin. Also wenn wir uns das auf der Karte anschauen, hier ist auch nichts. Da kommt man nie hin in die Ecke. Sieht aber interessant aus. Weckt irgendwie immer wieder meine Neugier, wenn ich hier vorbeikomme und das sehe. Na gut. Also, auf
nach. Wo kommen wir denn hier durch? Kommen wir überhaupt irgendwo durch? Ich glaube, hier müssten wir. Das müsste der richtige Weg sein, oder? Ja, ich sehe schon den Ring. Sehr gut. Ich hätte natürlich auch gleich an das Lagerfeuer hier drüben binden können. Dann wäre es ein bisschen schneller gegangen. Aber so schlimm war es ja jetzt auch nicht mit der Reise. So. Guten Tag. Guten Tag. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich habe Neuigkeiten über etwas gehört, das ihr sicher interessant finden werdet. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ein Reisender hat mir erzählt, dass Gerti Leiner um eure Hilfe ersucht, Algier. Die Nachricht wurde ihm vor nicht allzu langer Zeit übermittelt und er hat mir die Dringlichkeit der Aufgabe versichert, auch wenn sie ihm nicht mitgeteilt hat, um was es sich handelt. Ihr solltet sofort zu Gerti Leine gehen. Es muss sich um etwas Ernstes handeln, wenn es eine so große Jägerin wie sie besorgt. Sucht sie in Arthurs Lager an der Straße zwischen Bre und Bockland. Juhu! So, wir schauen uns mal kurz an. Ha, das ist natürlich schlecht. Das finde ich total schade. Das ist leider schon unter dem, was wir jetzt schon herstellen. Oh, ich muss es natürlich auch annehmen. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Das ist leider schon unter dem, was ich mir jetzt schon selbst herstellen konnte. Denn ich habe mir jetzt schon aus Lebefron, das ist das Holz der vierten Handwerksstufe, eine Armbrust hergestellt. Falls ihr euch übrigens wundert, was ich hier auf dem Rücken habe, das ist ein Speer. Der, ja, ich weiß auch nicht. Wartet mal, ich mache mal gleich hier die Schnellreise wieder. Geht vielleicht ein bisschen schneller, wenn wir uns damit direkt zum Westtor von Bre begeben. Ich weiß auch nicht, wie der das macht, aber der kämpft mit Speer und Schwert. Hier seht ihr es. Völlig unpraktisch, aber gut soll er machen. Hat er halt einen Speer in der rechten und ein Schwert in der linken Hand. Wenn er meint, dass ihm das hilft. Ich finde es ja total unpraktisch, aber gut. So. Jetzt begeben wir uns aber mal nach Westen, über die Grünwegkreuzung hinweg. Und schauen mal, was Gerti Leine von uns will. Beim letzten Mal ging es ja auch schon zu Gerti Leine. Da durften wir ja in den alten Wald reisen, um dort, naja, einen Wolf zu töten. Mehr war es eigentlich nicht am Ende, ne? Mal schauen, ob es diesmal ein bisschen herausfordernder wird. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja noch nie einen Jäger gespielt. Beziehungsweise schon, aber nur bis Level 15 oder so. Dann hatte ich den aufgegeben, den Jägercharakter, den ich damals hatte. Halt nur, um es mal anzutesten, das war alles. Aber so richtig gespielt, also in höhere Level, so wie jetzt, wo ich dann schon fast Level 40 bin, wenn man das als hoch ansehen will, ist ja eigentlich nicht so wirklich hoch, wenn man bedenkt, dass es bis Level 100 geht. Habe ich jedenfalls noch nicht. So, also ist das auch für mich relatives Neuland. Den Führer nach Tinodir habe ich übrigens auch wieder durch ein Jägerquest bekommen, das aber genauso aussah wie auch in den einsamen Landen, als wir den Führer zur Feste Gurut bekommen haben. War nur ein kurzes Quest, wo wir irgendwelchen Spuren folgen mussten. Mehr war es da eigentlich auch nicht. Deswegen war es auch das mir nicht wert, euch das hier zu zeigen. Und das aber auch schon bei Gerti. Kann ich euch zu Diensten sein? Ich freue mich, dass ihr so schnell gekommen seid, Algier. Denn ich weiß nicht, auf wessen Hilfe ich sonst hierbei vertrauen könnte. Nur wenige Jäger haben ihr Können derart unter Beweis gestellt, wie ihr das getan habt. Denn der Sieg über Gelbfang ist ein untrüglicher Beleg für eure Fähigkeiten. Aber Gelbfang ist gegen die Gefahr, die vor uns liegt, nur ein unbedeutender Gegner gewesen. Eine Jagdmeute Waage, große wolfsähnliche Kreaturen, ist von Norden her eingefallen und auf dem Weg in die Lande des kleinen Volkes. Das wenige, das sich von den verängstigten Bewohnern der Nordhöhen erfahren konnte, deutet darauf hin, dass diese Waage nach einem der ihren suchen, der nach Süden gegangen und seitdem verschwunden ist. Ihre Suche hat sie vermutlich ins Auenland geführt, aber wenn sie hier so viele wehrlose Häppchen vorfinden, werden sie ihr eigentliches Ziel schnell vergessen und stattdessen auf die Leute hier Jagd machen. Wir müssen diese Waage finden und aufhalten, bevor sie die Städte erreichen, Algier. Lasst mich wissen, ob ihr bereit seid, sofort aufzubrechen. Wir müssen uns beeilen. Na dann, auf ins Auenland. Lasst uns gehen, Algier, und zwar schnell. Wenn die Waage ihren Weg fortsetzen, dann werden sie auch nach Oberbühl kommen. Wir müssen vor ihnen dort eintreffen. Retten wir die Hobbits! Die Jägerin Gerti Leine hat erfahren, dass sich ein Rudel Warge auf dem Weg ins Auenland befindet. Sie hat die besten Jäger dazu gewonnen, die bösartigen Warge zu jagen und zu töten, bevor sie bei den Bewohnern des Auenlandes, den Hobbits, Unheil anrichten können. Scheint ja nicht viele zu geben, die zu den besten Jägern hier gehören, oder? Also ich meine, ich sehe nur mich. Naja, was soll's. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Anscheinend ist es noch nicht zu spät, Algier. Wir sind vor den Wagen eingetroffen. Ich weiß allerdings nicht, wie lange sie noch bis zum Ort brauchen.
Lauft schnell in den Ort hinein und sagt allen, sie sollen sich in ihre Häuser begeben und dort bleiben, bis die Gefahr vorüber ist. Lasst euch nicht abweisen, Aegir. Das Leben der Leute hängt davon ab. Ich werde versuchen herauszufinden, wie weit die Waage gekommen sind, seit ich ihre Spur verloren habe. Sagt den Bewohnern des Ortes, dass sie sich in ihren Häusern verstecken sollen. Ja, du erwähntest es gerade bereits. Ich fürchte, wir haben wenig Zeit. Na gut. Auf geht's. Retten wir die Bewohner. Du meine Güte. Was sagt ihr da? Waage? Was für Kreaturen sollen das denn sein? Wie auch immer, hier in Oberbühl haben sie nichts zu suchen. Das sage ich ohne Umschweife. Es ist schon spät und ich wollte mich sowieso bald zurückziehen. Ich gehe jetzt ins Bett und hoffe, dass diese Biester bis morgen sich eines Besseren besonnen haben und Oberbühl in Ruhe lassen. Was für eine merkwürdige Nacht. Hobbits. Naja. Hallo. Das sind beunruhigende Nachrichten, Aegir. Und auch noch gerade dann, wenn mein Wagen Schwierigkeiten macht. Ich bin sicher, diese Waage werden nicht bis zu meinem Haus auf dem Brehberg kommen. Ich bleibe bei meinem Freund Eberhard, bis alles vorbei ist. Vielen Dank für die Information. Eberhard, kann ich heute bei dir übernachten? Eberhard! So, haben wir noch zwei übrig? Ich hoffe mal, die sind genauso einsichtig. Du meine Güte! Waage? Was verschlägt so fürchterliche Kreaturen denn ins Auenland? Ich werde sofort reingehen. Einem Hobbit wie mir muss man so etwas nicht zweimal sagen. Die restliche Post kann warten. Ach, eure Post. Scheiß doch auf eure Post. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Waage. Wenn diese Kreaturen so ähnlich sind wie der große schwarze Bär, der mir so viel Leid bereitet hat, dann sind sie wirklich wild. Ich will keinen Ärger mit diesen Wagen. Ich gehe jetzt rein und stelle keine weiteren Fragen. Danke für die Warnung. Gut, dann auf zurück zu Gerti. Die scheint ja unglaublich viele Erkundungen angestellt zu haben. Die steht ja immer noch an derselben Stelle. Los, Gerti. Ich dachte, du hast dich schon mal eher bewegt hier. Was kann ich für euch tun? Gut, ihr habt euch bewährt, Aegir. Ich habe nur den Leuten gesagt, sie sollen reingehen. Ich habe noch nichts gemacht. Hier sollten die Hobbits wenigstens eine Zeit lang sicher sein, falls sie es nicht schaffen, die Waage aufzuhalten. Bevor ich sie verlor, ließ ihre Spur darauf schließen, dass sie sich Richtung Schiefertonwald bewegen. Sicherlich sind sie mittlerweile dort. Haltet euch nach Nonnen und versucht sie aufzuhalten, bevor sie den Ort erreichen. Inzwischen werden sie sich aufgeteilt haben und vorsichtig in Richtung Süden vorrücken. Ich werde versuchen, alle zu töten, die in den Ort kommen. Aber ich zähle darauf, dass ihr auch so viele erledigt, wie ihr könnt. Wenn zu viele von ihnen Oberbühl erreichen, werde ich überfordert sein. Und wir werden nichts mehr gegen die Kreaturen ausrichten können. Ich werde in Oberbühl Wache halten, Aegir. Versuche, die Waage zu finden, bevor sie... Ach, natürlich. Ich muss wieder die Drecksarbeit machen und mich mitten reinstellen. Es ist eine tolle Idee. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Ich hoffe doch. Schauen wir mal. Schiefertonwald, was sagt es denn hier? Steht nicht mit drauf. Okay, super. Ich nehme aber mal an, hier bin ich richtig, oder? Ich weiß halt nicht, wie weit ich nach Norden vorrücken soll. Nicht, dass die an mir irgendwo unerkannt vorbeigehen und ich es gar nicht mitkriege. Waage? Anywhere? Lass mal hier kurz aufs Pferd steigen. So, Gerti ist noch nicht in Kämpfe verwickelt. Das ist ja schon mal ganz... Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist ja schon mal ganz gut, wollte ich sagen. Zumindest ist das Gebiet also eingegrenzt schon mal. Das ist ganz schön. Suchen wir mal hier den Hügel ab vielleicht. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Erfolg. Ah, ich sehe sie. Wunderbar. Gut, dann lässt sich das ja jetzt recht schnell erledigen. Oh. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. So, was haben wir denn noch? Oh, da sind... Warte mal, ich muss mal kurz hier mich gen Süden begeben. Du bist zuerst dran. Laugzock. So, erstmal den Großen holen. Ging auch recht einfach. War nicht das Problem. So. Gut, ist jetzt natürlich keine Herausforderung. Ich meine, es ist grau. Es wäre traurig, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Ich kann mich sogar einfach hinstellen und einfach so auf ihn schießen. Das war's auch schon.
Kurzes Intermezzo. Wäre wahrscheinlich herausfordernder gewesen, wenn es wirklich noch auf unserem Level gewesen wäre. Aber zumindest mussten wir Gerti so nicht überfordern. Das ist doch auch schon ganz schön. Ich grüße euch. Ihr habt es geschafft, Aigir. Ich kann euch gar nicht genug danken. Die Einwohner von Oberbühl wären ohne unsere Warnung und unsere Hilfe verloren gewesen. Auch wenn sie selbst die Gefahr nicht erkannt haben, ist mein Herz darüber erfreut, diesen Ort wieder sicher zu wissen. Ich glaube, die Waage kommen nicht so schnell wieder hierher. Nee, die sind tot. Die können nicht wieder herkommen. Eigentlich frage ich mich, warum sie überhaupt gekommen sind. Sagt, wenn ihr bereit seid und wir können zu Arthurs Lager zurückkehren. Na dann, auf zurück! Wenn ihr bereit seid, können wir zu Arthurs Lager zurückkehren. Die Leute hier sind freundlich, auch wenn sie nicht immer erfreut über die Gegenwart von Angehörigen des großen Volkes sind. Heute werden sie es aber wohl sein. Das macht mich froh. Schön. Ein gewöhnlicher Jäger wäre mit Gelbfang nicht fertig geworden. Ja, Gelbfang ist doch gar nicht mehr aktuell, Mensch. Was kann ich für euch tun? Dieses Mal habe ich mich nicht in euch getäuscht, Aigir. Ich wusste, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen sein würdet. Und die Waage wissen es jetzt auch. Auch wenn sie den einen der ihren noch nicht gefunden haben, dürften sie das Auenland jetzt wohl nicht mehr behelligen. Zumindest eine Zeit lang. Ich möchte euch dies mit auf den Weg geben. Behaltet immer euer Ziel im Auge, Aigir. Ein wahrer Jäger weicht nicht von seinem Weg ab, ganz egal, was ihn auch ablenken mag. Ich danke euch, Jäger Aigir. Gut, ich glaube, die Waffen sind beide gleich vom Schaden her, ne? Das ist eigentlich egal, sind beide nicht mehr interessant für uns. Gut, 18 Vitalität wäre schon nicht so übel gewesen, aber ich meine, ich habe selbst auf der normalen Armbrust hier plus 11 Vitalität. So, ich wollte es nur mitgemacht haben, damit wir es mit erledigt haben. Wieder eine neue Tat, ein neuer Titel, Erdspross, okay. Interessant. Gut, machen wir uns auf in die Nordhöhen und wir haben ja hier die Schnellreise, mit der können wir uns dann direkt dorthin begeben. Da kommen wir auch direkt in Esteldin raus, wo wir Halberath finden und können so ein bisschen Zeit einsparen. Wir werden die Nordhöhen noch genug bereisen jetzt im Rahmen des Hauptquests. So, das ist übrigens ein Gebiet, das ich nicht, oder in dem ich die Aufgaben nicht gekauft habe. Deswegen, immer wenn man in so ein Gebiet kommt, wird einem hier angezeigt, kauft dieses Gebiet. Das Dorf Aokaire kann den fortwährenden Angriffen anpassen. Gut, wir sehen das auch hier, also alle diese Leute, alle fähigen Krieger um der nicht, gebeten. Aber die, die sowas über dem Kopf haben, die hätten halt ein Quest für uns. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Das kann man sich dann auch anschauen, was da steht, was man machen muss. Aber wir sehen schon, wir können es nicht annehmen, sondern wenn wir dann auf Freischalten klicken, öffnet sich dann der HDRO-Shop. Herr der Ringe Online-Shop, meine ich. Und dann kommt man halt, wird man halt zu dem Aufgabenpack hingeleitet. Wir sehen, die sind nicht ganz günstig unbedingt, die Aufgabenpacks. Ich habe das Gebiet jetzt nicht gekauft, obwohl es mich thematisch interessieren würde, weil es leider vom Level her... Stehst du mit dabei? Ja. Weil es leider vom Level her, jetzt haben sie es natürlich wieder weggemacht. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Unpassend ist, wir sehen schon hier Level 24 bis 30. Das ist eigentlich ein Levelgebiet. Es ist total schade, dass die das so niedrig gemacht haben. Weil man einfach in den einsamen Landen schon bis auf Level 30 kommt. Ich meine, hier gibt es auch Quests, die über Level 30 hinausgehen. Aber es sind halt nicht viele und dafür lohnt es nicht extra, dann das Aufgabenpack zu kaufen. Das ist total schade, weil ich ansonsten mir wirklich gern das Gebiet hier angeschaut hätte. So ist es leider dann halt anders und deswegen gebe ich dann auch die Punkte nicht aus. Da habe ich die mir lieber jetzt für Evendim aufgespart, um mir das zu holen. Weil es dort bis Level 40, knapp über 40 geht. Ich weiß es gar nicht genau. Esteldin ist übrigens auch eine arnorische Ruine oder war mal eine arnorische Siedlung. Und ist quasi so der geheime Rückzugsort der Waldläufer. Meine Brüder wollen nicht länger warten, sondern sehnen sich danach in den Kampf. So, wir gehen hier rein, denn hier drinnen finden wir Halberath. Und Halberath ist nach Aragorn, ich glaube, er ist der stellvertretende Chef der Waldläufer. Ist, glaube ich, auch ein Vetter von Aragorn. Ich kann es aber nicht genau sagen, was genau er ist. Wir dachten an nichts Schlimmes. Und plötzlich kam ja, also ich weiß nicht genau, wie die verwandt miteinander sind. Aber Halberath ist irgendwie mit Aragorn verwandt. Beziehungsweise eigentlich sind die eigentlich alle verwandt miteinander. Ich meine, das sind nicht viele, die Waldläufer. Und irgendwie sind sie alle miteinander verwandt, denn es sind ja Nachfahren der Anore. Halberath ist auf jeden Fall kein Unbedeutender. Er ist dann auch der Führer der Grauen Schar, die dann nach Süden aufbricht. Das werden wir aber alles noch später erleben, denn das werden wir alles noch mitbezeugen und mitbegleiten. Jetzt aber erstmal wollen wir uns anschauen, was er hier für Probleme hat.
Wie kann ich euch zu Diensten sein? Buch 3 Vorwort, Feuer im Norden. Die Kunde darüber, welch große Hilfe ihr den Waldläufern im Süden wart, hat sich bereits verbreitet. Hier in den nördlichen Landen benötigen wir eure Unterstützung mehr denn je.